We've arrived at the Groundbreaker. So. Bin gerade überlegen, müssen wir irgendwie mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen nur... Komm, wir nehmen mal Pervati mit und Felix. Ich glaube zwar nicht, dass wir die mitnehmen müssen, aber ist egal. Eigentlich müssen wir nur bei Gladys jetzt den Waffenplan abgeben, damit wir das einsacken können. Ich glaube, das war's, ne? Sonst können wir jetzt bei der Groundbreaker, glaube ich, auch gar nichts machen. Wir geben jetzt quasi gesehen Gladys den Bauplan. Müssen keine 10.000 Credits zahlen, laufen über los. Quasi sparen wir uns die Kohle. Und ja, dann war's das erstmal. Achso, hier komme ich gar nicht lang, ne? Halcyon wird das ausgesprochen, okay. So, hier links rein. Weston, go. So, hier ist Gladys. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? Ja, hatte ich. You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Ach, Quatsch. Bin im Notruf von Roseway nachgegangen. What's that? Speak up now. Wegen der Geheimnisse, nach denen ich für dich suchen sollte. Would you turn up? Ich habe eine Formel für Zahnpasta entdeckt, aber sie dann wieder verdeckt. Ich habe einige Forschungsunterlagen über Reptilian Moschus gefunden, aber ich habe schon einen Käufer. Wen habe ich denn da? Ich habe Pläne für die Prototypenwaffe von Force gefunden, die ich verkaufen will. Hast du Interesse? Peaches and cream. If that isn't the most handsome bit of lethal engineering I've seen all week. That'll go for a tidy sum of bits. Also cool, wir hatten jetzt eigentlich drei Möglichkeiten, sprich vier sogar, wenn wir es hätten bezahlen wollen. Aber die drei Geheimnisse hätten wir verkaufen können. Ich habe eine Formel für Zahnpasta entdeckt, sie dann aber wieder verdeckt. Mal gucken, was sie dazu sagt. Well, that's just swell, sweetheart. Schön für Good dich. For you. Ich habe einige Forschungsunterlagen bei Ptinomoschus gefunden, aber dann ich habe schon einen anderen Käufer. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. If Auntie Cleo's exporting rats from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. 886. Dieser Ausflug, den ich wegen dir machen durfte, war kein Zuckerschlecken. Da wird jemand, warte mal, wenn Auntie Cleo Rats von Monarch exportiert, Jemini. Da würde aber jemand tief in der Tinte sitzen, wenn man ihm auf die Schliche kommt. Ah, 86 habe ich nicht. Selbst wenn ich Anzug noch und nöcher anziehe und das jetzt skille, so viel habe ich im Leben nicht. Are you positive? Honest to goodness? Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Wie, ich krieg das jetzt nicht? War das zu wenig für die? Hätte ich alle drei Geheimnisse, die an die verkaufen müssen? Ja, das ist natürlich kacke, weil dann hätte ich das jetzt mit dem mit der Pistole auch bei dem Typis abschließen können. Dass ich wieder mehr Geld bekomme. Ach komm, ist mir so egal. Soll ich noch was anderes fragen? My hard-earned wisdom? Die hat doch nicht gesagt, dass ich mehrere Geheimnisse verkaufen muss. Sie hat doch gesagt, nur wenn du ein Geheimnis findest, komm zu mir. Dann können wir das auch so regeln. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Ich krieg das jetzt nicht von dir raus. Ja, ja, komm. Zeig doch mal, was du gut. Nochmal zu deiner harten Arbeit und Weisheit. Straight to the point, eh? All right, then, on you go. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. Okay.
Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. Nochmal zu meiner anderen Frage. Go right ahead, sweetheart. Was machst du hier? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. Knickknacks. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Warum hat der Vorstand die Navigationsschlüssel für Stellar Bay eingezogen? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Okay. Wie kommst du darauf? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. Okay. She's our mess. Sind da noch Leute? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Okay. Danke für deine Anytime, Zeit. Sweetheart. You know where to find me. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass wir jetzt scheinbar... Nein, dass wir jetzt scheinbar der alle Geheimnisse hätten verkaufen müssen, damit die uns diesen Navigationsschlüssel überlässt. Ich dachte eigentlich, eins dieser Geheimnisse würde dafür reichen. Scheinbar nicht. Dann hätten wir es ja auch dem Orson geben können. Vielleicht hätte er noch Aufträge für uns gehabt. Das haben wir uns jetzt verspielt. Ich würde das jetzt nicht nochmal laden, weil ich das eben schon so oft getan habe, weil ich dachte, das wäre jetzt die beste Lösung, wie wir es jetzt gemacht haben, dem die Pläne nicht zu geben. Und dann dafür ihr. Was hat ihr uns dafür eben gegeben? Eigentlich gar nichts, ne? Großartig an Geld. Das ist egal. Ja, wir können dadurch, dass wir auch vom Dialog nicht hoch genug waren beim Überzeugen, können wir jetzt eigentlich nur die 10.000 Bits zahlen. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. Das hat sich nicht gelohnt. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Okay. Now, was... Nein, es gibt sonst nichts mehr. Anytime. Shit. Das war jetzt nicht so erfolgreich, aber das wird es. Wir gucken nochmal, was wir sonst noch haben. Was haben wir denn noch an Aufgaben? Kritische Nebenauftrag, kritische Lösung findet Captain. Captain Irian. Hier wird nicht mal angezeigt, wo ich hin muss, ne? Noch nicht mal zum Raumschiff oder sonst was. Hier steht einfach nur, finde den. Irgendwo auf Skiller befände. Such nach ihm, stell sicher, dass es ihm gut geht. Skiller, okay. Müssen wir mal gucken, gleich auf der Karte. Der leere Mann. Schrottsammler am All. Sprich mit Lilia Hagen. Leite Sublight Cyber Shipping. Ihr Büro befindet sich auf der Promenade der Groundbreaker neben. Okay. Dann können wir das noch machen, bevor wir was anderes machen, weil hier müssen wir auch runter. Das können wir hier auch nicht machen. Dann sprich mir jetzt noch mit der Schrottsammlerin. Hier. Hey Boss, if you need a tour guide, I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. Reden wir mit der. Ich glaube, da mache ich erstmal kurzes Päuschen, weil ich bin langsam echt durch, wenn ich ehrlich bin. Oh, neat! They got stuff in here I ain't seen in ages. Wonder if they got some type of secret handshake. Oh, ich habe eben so oft diese Sequenz wegen dieser Force-Pistole geladen, um zu gucken, was wirklich am besten ist, wo ich am meisten Kohle sparen könnte. Das ärgert mich jetzt so. Das hätte ich mir alle sparen können. Allein auch schon hinterher im Schnitt. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Jupp. Ich bin Captain Kühlwalder. Stimmt genau, mein Name ist Captain Hawthorne, oder? Was mache ich denn da besser?
Ach komm, Captain Kubalda. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight? Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Okay. Alle Klärchen. Vorspiel ist wieder irgendwas versperre. Weiß schon mal ganz kurz. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Okay. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich bin Kubalda, Captain der Unwailable. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Unreliable, sprichst du die ganze Zeit falsch aus. Oh gut, ich habe ihn nicht getötet. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigt hast. Warte mal, Hawthorne war mein Auftragnehmer. Deine Klapperkiste von Schiff würde ich wirklich überall erkennen. Ah, ja. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Ich habe ihn nicht getötet. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Wie immer. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Was ist so besonders an Stellar Bay? Ich komme nach Stellar Bay. Erzähl mir mehr von dem Job. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Okay, also was da holen. Was macht Sublight in Fallbrook? Welche Art Bergung besprechen wir hier? When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Mhm. Was macht die Sublight in Fallbrook? A few of my contractors run flights in there and out again, working around with the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Wie unkonventionell. Ich frage nur für einen Freund. Wozu brauchst du mich, wenn du schon Leute vor Ort hast? Catherine is tied up with other matters and I don't want her bothered. I told her I'd be sending my best fixer. Okay. Try and play the part. Alles klar, ich nehme den Job an. Komm, mach mal. Ich bin also hinter Alta Vitae Gas her. Was ist das genau? It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before wow. You get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae Gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nucleon in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Okay, ich nehme an. Now get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. Alles klar. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Wonach halt ich Ausschau? Don't go looking for anything, except salvage. Just watch out. Okay. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Vermutlich nicht. Ja. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. Ich bin auf der Stufenaufstieg und hinein. Wir gehen zurück. Zurück zu unserem Schiff. Hier kommen wir jetzt eh nichts mehr machen. Wir haben jetzt quasi gesehen, eine neue Nebenmission dazu bekommen, ne? Oder ist das eine Hauptmission? Nee. Begleiter der Lehrermann müssen immer noch für den ausfindig machen. Vicar Max hat den Gelehrten zu einem angemieteten Haus in Fallbrook auf Monarch zurückverfolgt. Da müssen wir jetzt eh hin, das ist gut.
Raumverbrechersyndikat, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Berge den fehlenden Zugangscode in Stellar Bay. Kritische Lösung, Captain. Blablabla. Such auf Skiller nach ihm, okay. Informiere Dr. Wells, dass du einen Navigationsschlüssel hast. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, wie lang das Spiel überhaupt geht. Ich meine, wir sind ja in der Hauptstory noch gar nicht so weit vorangekommen, würde ich behaupten. Das Einzige, was wir bis jetzt hauptstorymäßig gemacht haben, ist, diesen Energiekern zu besorgen, das Schiff zum Laufen zu kriegen und jetzt diesen Navigationsschlüssel dafür zu holen. Es hat natürlich die Frage, worauf das Spiel mehr aufbaut. Also hat es viel Hauptstory, viel Hauptstränge im Petto? Also stellt es das zur Verfügung, dass wir da allein mit der Hauptstory 8 bis 15 Stunden oder länger verbringen können? I still can't believe Armstrong ran the field from the Tuesday Zone. Oder erlebt es viel von den Nebenmissionen? Das wäre jetzt interessant. Weil ich meine, wir machen sowieso jede Nebenmission, von daher ist das egal. Wenn es natürlich eine lange Hauptstory hat und die Nebenmission on top, dann sind wir wahrscheinlich wirklich schon 500 Folgen noch dran. Mal gucken. Bin echt mal gespannt. Die Unverlässliche. Okay. Back for arrest. Space adventuring is tiring work. Was? Was ist mit dir los? Ich rede mal mit Ada. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Ja, bitte. Zeigen mir auf dem Bildschirm. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. Okay. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. So, tu mir das. Sag mir, was tun soll. Klingt so, als wärst du schon mal auf Monarch gewesen. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Wo soll ich anfangen? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Ich hätte gefragt, ob ich schon ein paar Fragen stellen kann. Wie gesagt, ich soll in seinem Labor kommen, dort kann ich ihn alle Fragen stellen. Dort kann ich dir alle deine Fragen beantworten. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Okay, also ich kann auch jederzeit zu seinem Labor fliegen. Das könnten wir auch mal machen. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir müssen jetzt... Genau, wir müssen einmal für einen Auftrag nach Skiller. Dann müssten wir jetzt nach Monarch. Ich bin gerade... Phineas Labor könnten wir auch mal hinfliegen. Hephaestus, wir hätten... Boah, wie viel wir überhaupt haben, ne? Da kann ich noch nicht drauf. Da auch noch nicht. Skiller. Da eine Platz von Skiller. Ich bin überlegen, Olympus geht auch nicht. Monarch. Achtung, Gefahr. Landeplatz von Cascadia. Stellar Bay müsste man hin. Ich glaube, in Stellar Bay selbst war auch... In Stellar Bay selbst war auch die Mission von diesem Fallbook, oder? Das wäre die eine Nebenmission. Das Stellar Bay beschafft Informationen. Das wäre hier für das. Nein. Syndikat. Gelehrten angemeldet und Haus von Fallbook auf Monarch. Das wäre dann entweder hier oder hier. Na, dann müsst man halt gucken. Es könnte Stellar Bay sein oder Monarch, das ist ja der Planet. Das könnte auch quasi gesehen Cascadia sein. Wo dann die eine Nebenmission machen müssten, sollten. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Hauptmission da weitermachen, gehen wir noch schnell nach Skiller. Und gucken, dass wir dann vielleicht für unseren Begleiter die Person da ausfindig machen. Das ist ja gar nicht Quatsch. Warte mal. Der leere Mann, das war gelehrter Monarch, Vollburg Monarch. Kritische Lösung, Maskiller.
Dr. Dorset meinte, dass sich Captain Arion vermutlich irgendwo auf Skylla befände. Suche ihn und stelle sicher, dass es ihm gut geht. Diese Mission machen wir dann. Dann hätten wir diese Nebenmission auch. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Wäre doch am einfachsten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.